Aber wenn wir jetzt ein bisschen Weihnachtsstimmung hätten, das wäre echt nicht schlecht. Und wenn es jetzt noch schneien würde, dann wäre es echt perfekt. Super, jetzt kann's losgehen. Spitze. Nee, lieber an meine. Auf hier. Ich finde es nicht berauschend. Nicht berauschend? Nee. Ich finde es gut. Ich bin praktisch zugezogener. Ich bin kein Stroganer, aber naja. Und in manchen Räumen, also da verbiert, also da verbiert alles. Da frippieren die Klamotten. Das ist so geil. Sitzen wir eigentlich mehrfach im Jahr zusammen. Genau so. Genau so, mit diesem Setup. Und auch wenn es 30 Grad draußen sind. Also eigentlich ist heute der 30. Juni. Was? Ach so, stimmt ja. Eigentlich fahren wir jetzt gleich baden. Wir glühen nur vor. Und genauso gehen wir dann ins Freibad rein. Genau. Könnt ihr mal die Pfoten von meiner Nase lassen? Die juckt gleich wieder. Ich muss da wieder hinziehen. Es wird langsam mal Zeit, dass nochmal ans Festival 2015 denken. Matthias, Tickets? Oder oh, vielleicht Schlüpper betrogen? Meinst du, dass die Schlüpper gut machen? Als Tickets? Das kostet doch bestimmt viel zu viel Geld. Ich denke mal, Socken wären besser. Socken. Socken, ja. Also ich wäre dafür, den Künstlern Pornos zu kredenzen. Pornos? Da ja. Kannst
Frau Sunny Plus Pornos mache, ich würde eine Gummipuppe hinhängen. Oder drei Gummipuppen. Falls dann jemand Gelüste hat, dass er sich sofort austoben kann. Das Ganze nennen wir dann Porno-Lounge. Ja, Porno-Lounge, ja. Aber vielleicht gefällt das ja gar nicht allen Künstlern, dass da Pornos laufen. Meinst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da einzelne Trump-Base-Acts beschweren werden. Back to Tokyo, you will miss the smell, huh? Yeah, why not? I'm sure I won't. You know, because, you know, I live in the center of Tokyo, so at least, you know, you have to drive maybe 2 or 3 hours to get this kind of smell. So, well, yeah, I will miss it. It has it over, yeah, I like that. And also, you know, farting fish. Yeah, some nice and, like, you know, nice and bits and pieces around the festival. So, yeah, you can enjoy, you know, all of, you know, those, like, tiny bits. So, yeah, it's a nice festival. Gehen wir erstmal zum Bingo. Bingo? Bier-Bingo. Bier-Bingo? Ja, mit den Nummern irgendwie kann man Bier gewinnen. Ja, klingt so.
So, ich denke, wir haben genug gerührt. Wir können mal die erste Kugel rausholen. Was? So, die Nummer 6. Denkt ihr nicht, dass wir den Leuten auch so nochmal was anderes bieten sollten irgendwie? Außer eine neue Mainstage, also eine neue Zockerlounge. Ich bin für einen Disco-Kugelfisch. Ein neues Maskottchen oder was? Ja. Ja, aber du kannst nicht einfach einen Disco-Kugelfisch nehmen. Da muss ja irgendwelche Eigenarten an sich haben, der jetzt den besonders macht. Ich habe mal gehört, so eine Fische haben immer Blähungen. Mainstage. Wenn wir einfach deine Mutti mit einer Panflöte da hinstellen. Mit einer Panflöte? Nee, die spielt leider nur Blockflöte. Also wenn das auch gilt, dann nee, das geht nicht. Und deine Oma? Oh, Line-Up? Ja, was soll ich denn zum Line-Up erzählen? Wir brauchen jemanden, der wenig Haare auf dem Kopf hat. Wir brauchen jemanden, der ein bisschen fernöstlich aussieht. Und wir brauchen Matthias, der unter Treibpseudonymer pflegt. Und mehr muss ich nicht dazu sagen. Und schon haben wir alle Leute dabei. Wenn wir jetzt immer dabei sind, könnten wir den Toilettenbereich doch ein bisschen abgrenzen an sich, oder? Wen interessiert denn das? Also das ist ja das Alleinstellungsmerkmal unseres Festivals. Der Toilettenbereich ist abgegrenzt. Na klasse. Dann verkaufst du richtig Tickets. Und wenn du da Schürzen machen willst, Junge, die zeigen uns alle den Finger. Abgetrennter Toilettenbereich. Das wird der Aufhänger vom Stroger Festival. Also das ist die Idee. Jungs, was wir brauchen, ist eine Zocker-Lounge. Guck dir mal gar nicht blöde, komm mit irgendwelchen komischen DJs. Ich kann mich dort hinsetzen in meinen Sessel und die ganze Zeit so mal eure Kopf zocken. Letztendlich, deswegen mache ich ein Festival. Alles für die Kunden, ne? Wir reißen uns den Arsch auf. Die sind bloß besoffen. Ja, das ist eine richtige Disco-Kugel. Die habe ich mir im Internet bestellt. Die habe ich hier unten aufgeschnitten. Und dann, die war ja schon null. Die ist ja schon null. Und dann habe ich halt Löcher reingebohrt und so geguckt, wie ich es mache und so. Und dann habe ich mir hier diesen. Es gibt doch diesen Trinkhelm auf der anderen Seite. Das ist das halt. Dann habe ich die hier an der Seite. Hier immer. Und hier sind zwei Schrauben und hier sind zwei Schrauben. Thank you.
Jim and Snow, we are the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have a man of things at go. Wir machen das jetzt so. Und Action. Alles sorry, Tix. Sorry. Ach, ja. Volofo. Teile meiner Antwort würden dich jetzt beunruhigen. Niemals. Mann! Du musst das Seil wieder so. Das ist wie? Das wird nicht mehr hier. Ist das ja schneiden, musst du, Junge? Scheiße, sorry.